Der Titel dieses Panels war angesagt. Es geht um die, ja, es geht um das Aufarbeiten der Kolonialgeschichte. Hamburg hat sich dafür einen prädestinierten Rahmen geschaffen, in dem es ein koloniales Erinnerungskonzept aufsetzen will. 2014 kam die entsprechende Drucksache dazu. Und wie ist der aktuelle Stand? Was waren die Erwartungen? Was sind die Erwartungen? Wohin soll es gehen? Und was ist bisher passiert? Das besprechen wir gleich auf dem Podium, jetzt hier mit folgenden Gästen. Und zwar fangen wir an mit Millicent AJ. Sie hat ihren Bachelor of Arts in Sozialökonomie und zusätzliche Qualifikationen als zertifizierte Kommunikationstrainerin, Dozentin, Ausbilderin und Coach und arbeitet für ein Unternehmen in Hamburg. Außerdem moderiert sie und gibt Workshops zu diversen Themen, unter anderem auch zu Rassismus. Sie ist Mitbegründerin und Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins AKA, Afrikanisches Bildungszentrum e.V., der sich mit Empowerment beschäftigt und diverse politische und kulturelle Veranstaltungen durchführt. Politisch vernetzt ist sie mit diversen Initiativen und Vereinen der Black Community und ist aktives Mitglied im Arbeitskreis Hamburg Postkolonial. Dieser Arbeitskreis setzt sich ein für die Sichtbarmachung der Perspektiven und Erinnerungskulturen von schwarzen Menschen und People of Color, für die Darstellung der Geschichte des antikolonialen Widerstands sowie für ein ehrendes Gedenken an die Opfer von Kolonialismus und Rassismus. Willkommen. Neben mir sitzt Jürgen Zimmerer. So viel muss man vielleicht gar nicht mehr erzählen, aber ich tue es trotzdem. Jürgen Zimmerer ist Professor für Globalgeschichte. Er war heute schon so oft Thema bei verschiedenen Gelegenheiten. Für Globalgeschichte, Schwerpunkt Afrika an der Universität Hamburg, und ist seit 2014 Leiter der im Aufbau befindlichen Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe, Hamburg und die frühe Globalisierung. Von 2005 bis 2017 amtierte er als Gründungspräsident des Weltverbandes der Genozidforschenden, International Network of Genocide Scholars. Zu seinen wichtigsten Publikationen gehören Deutsche Herrschaft über Afrikaner, staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namibia aus dem Jahr 2001, außerdem Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, der Kolonialkrieg in Namibia und die Folgen, außerdem von Windhoek nach Auschwitz, Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust erschienen 2011 und Kein Platz an der Sonne, Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte aus dem Jahr 2013. Der 2003 erstmals erschienene Band Völkermord in Deutsch-Südwestafrika hat dazu beigetragen, dass die damalige Entwicklungsministerin Vitorik Zoll 2004 in Namibia diese ihre Entschuldigung ausgesprochen hat. Herzlich willkommen, Professor Zimmerer. Ganz außen von meiner Seite sitzt Zahir Della. Er kommt aus München und wohnt in Berlin, ist seit 1986/87 aktiv in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und fester Bestandteil der jüngeren schwarzen Bewegung in Deutschland. Zunächst war er aktiv in der lokalen Münchner ISD-Gruppe mit den Schwerpunkten Community-Arbeit, Filmfestivals, Vortrags- und Podiumsveranstaltungen sowie diverser anderer Kampagnen. Seit Gründung des bundesweiten ISD-Verbands 2001 gehört er dem Vorstand an und ist beteiligt an der Koordinierung bundesweiter sowie lokaler Aktivitäten. Seine Schwerpunkte sind unter anderem das jährliche Bundestreffen der ISD, die Kampagnen Stop Racial Profiling und No Blackfacing. Außerdem hat er das Ausstellungsprojekt Home Story Deutschland mitgestaltet. Herzlich willkommen, Zahir Della. Und wir freuen uns zu begrüßen heute auf diesem Podium Dr. Ngombi Kamatuka. Er ist geboren in Namibia und ein direkter Nachfahre des Oberherero-Genozids. Er hat die Rheinische Mission Lutheran Martin Luther High School in Oitite bei Okombay in Namibia besucht, hält einen Doktortitel in Hochschulbildung von der University of Kansas und lebt in Lawrence, Kansas in den USA. Dr. Kamatuka ist der amtierende Präsident der Association of the Oberherero Genocide in den Vereinigten Staaten von Amerika, kurz AOG, AOG. Im Januar 2017 reichte die AOG zusammen mit dem Paramount Chief of the Oba-Herero Advocate Vekui Rukuru und Gaub David Frederick von der Nama Traditional Authorities Association
beim United States District Court, Southern District of New York, eine Sammelklage gegen die Bundesrepublik Deutschland ein. Dezidiert zum aktuellen Stand dieser Klage wird es morgen ein Panel hier in dem Rahmen dieser Konferenz geben, und zwar das Podium 4, der Oberherero und Nama Genozid, Anerkennung, Entschuldigung, Entschädigung von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Herzlich willkommen auf diesem Podium, Dorni Kamatika. Für alle, die vielleicht nicht wissen, ich habe eben nochmal den Zuruf bekommen, die Panels morgen im Rahmen dieser Konferenz finden an der Universität Hamburg im Hauptgebäude statt. Ngondi Kamatuka, ich fange mit Ihnen an. Mich würde interessieren, als Sie das erste Mal davon gehört haben, dass die Stadt Hamburg sich offiziell entschieden hat, ein Konzept aufzulegen, um Ihre koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? So when you first heard the city of Hamburg officially decided to develop a concept to come to terms with its colonial past, what went through your mind? Thank you so very much. Let me take this opportunity to thank my colleagues on the podium. I'm a direct descendant of the Bahrain genocide. I have German blood on my mother's side and German blood on my father's side. When I heard the city that is the gateway, the city from which the Schutztruppe set sail to what they called West Africa, I thought that was a very positive outlook by the city of Hamburg. The motto of the city is Freien Hansestadt Hamburg. When you say you are free, you have to be free from all the demons of your past history. But one has to understand that you cannot say, Quo Vadis, where are you going, without knowing where you have come from. The cancer that is eating at the soul of the city of Hamburg cannot be cured by looking to the future alone and not understanding the complexities of what has happened before. But this should not be a hindrance to the forward thinking of the city. I was very impressed the way we received at the medical school yesterday. It was respectful, it was well done. This afternoon at the Kaisersaal, it has a funny ring to it because Kaiser Wilhelm II, as you know, is the one who did it. But we are all brothers and sisters. To be in that hall, a revered hall, and to hear the senator who spoke from the heart, and he was emotional, that's a step in the right direction. Thank you. Professor Jürgen Zimmerer, eine Stadt Hamburg, die als große Hafenstadt eine historisch so weitreichende Rolle im Kontext deutscher Kolonialgeschichte gespielt hat. Wir haben es heute sehr ausführlich gehört, sowohl auf dem Podium hier, was vorher stattgefunden hat, als auch für alle, die beim Senatsempfang waren. Auch da spielte das eine große Rolle. Hat sich entschieden, seine koloniale Geschichte aufarbeiten, und das, nachdem hierzulande eine Auseinandersetzung darüber lange, lange, lange überfällig war. Sie haben selbst in diesem Kontext immer von koloniale Amnesie gesprochen. Wenn man sich eine Stadt so ein Konzept überlegen will, was würden Sie sagen, worin liegen die größten Herausforderungen? Worüber muss sie sich erstmal klar werden? Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und dass ich auf diesem Panel dabei sein darf. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Denn zum einen hat ein Erinnerungskonzept eigentlich ja nur dann Sinn, wenn man eine Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen kann.
wenn nie dabei ist. Und ich denke, dass die Stadt Hamburg einen nachvollziehbaren Weg gewählt hat, indem sie sagte, wir versuchen zu forschen, wir versuchen aufzuklären. Und parallel dazu, und das war eigentlich ursprünglich gedacht, parallel dazu ein Erinnerungskonzept erarbeiten zu lassen, wobei es ja eine Arbeitsteilung geben sollte zwischen der Universität, die Grundlagenforschung liefert, und einem zivilgesellschaftlich eigentlich strukturierten Prozess, der parallel dazu Gedanken macht. Es ist in der Praxis dann eigentlich daraus ein Nachfolge geworden, nach dem Motto, die einen forschen und wenn die fertig sind, kommen die anderen. Das war aber ursprünglich nicht so angelegt und eigentlich ja auch nicht richtig sinnvoll. Es ist ja, gab es ja einen runden Tisch 2015, meine ich, oder 2014 schon, aus dem nicht viel hervorgegangen ist. Jetzt gibt es aber einen Neustart und zwei runde Tische. Wir werden sehen, wann der dritte stattfindet. Da gibt es ja jetzt auch Probleme, die man natürlich auch auch anerkennen muss, dass man im Grunde auch gegen einen Teil der Gesellschaft steht, der keine Aufarbeitung will, der keine kritische Aufarbeitung will, dem eine nostalgische Verklärung und koloniale Amnesie, wie ich den Begriff verstanden habe, heißt ja nicht, dass Kolonialismus gar nicht da ist, gar nicht erinnert wird, sondern dass man im Grunde die Gewalttätigkeit, das Unrecht des Kolonialismus nicht reflektiert und ihn nostalgisch verklärt. Und das sind liebgewordene Gewohnheiten für viele. Und es gibt eben Widerstand. Kann man es auch sehen bei Straßenumbenennungen hier in Berlin, in anderen Orten, aber auch in Wandsbek. Sobald Sie eine Straße umbenennen wollen, gibt es auch einen organisierten Widerstand dagegen von Leuten, die den nicht wollen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, zu sagen, wie kann man ein Konzept schaffen, das zum einen die am meisten und unmittelbar Betroffensten des Kolonialismus einbezieht und trotzdem eigentlich mindestens die Hälfte der Gesellschaft mitnimmt, damit das tatsächlich auch umgesetzt werden kann. Und das ist irgendwie zunehmend die Quadratur des Kreises und die Zeitläufe stehen, obwohl ich mich freue, so viel hier zu sehen, wahrscheinlich eher im Moment gegen uns als mit uns. Da waren jetzt schon sehr, sehr viele Punkte drin in beiden Beiträgen, an die man im weiteren Gespräch anknüpfen kann. Trotzdem noch eine erste Eingangsfrage zuerst an Tahir Della noch. Du selbst lebst in Berlin, hast es gesagt, bist aber als Fachreferent zum Thema Dekolonialisierung viel in unterschiedlichen Städten unterwegs. Du guckst nach Hamburg auf diese Arbeit, die jetzt hier in Hamburg gemacht wurde, und siehst ein Ergebnis. Jetzt im Beitrag von Professor Zimmerer kam eben schon die Frage auf, wo liegt eigentlich das Problem, das Kernproblem? Wie würdest du den aktuellen Stand wo wir jetzt angekommen sind in Hamburg, erstmal aus Sicht eines in Berlin Lebenden? Ja, vielen Dank. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, wie pessimistisch der Herr Zimmerer ist. Denn ich finde tatsächlich, dass wir jetzt mit Berlin und Hamburg zwei Modelle haben im Grunde. Das heißt, Berlin ist eher so grassrootsmäßig sehr lange Engagement geliefert worden, Wissensstände angehäuft worden, tatsächlich auch Fakten geschaffen worden. Wir haben heute gehört, Umbenennung Mayer-Ihm-Ufer beispielsweise oder beziehungsweise Gröbenufer ins Mayer-Ihm-Ufer. Und wir haben Berlin jetzt tatsächlich als Vorreiterin, als Stadtland, die jetzt hier offensichtlich bei den Offiziellen sozusagen wirklich Erkenntnisse durchblicken lassen, sich hier umfassend zu beschäftigen. Und wir als ESD sind ja ein Teil der jüngeren schwarzen Bewegung, die ja seit jeher, seit ihrer Gründung dafür eintreten, dass wir Kolonialgeschichte nicht bloß als historischen Moment bearbeiten oder aufarbeiten, sondern tatsächlich aus politischen Moment. Das heißt also, die Wirkungen, mein Kollege Quesi hat es ja heute nochmal ausgeführt, die Wirkungen setzen sich ja bis heute fort. Wir spüren Kolonialismus bis zum heutigen Tage, die Ergebnisse davon, Stichwort Migration, Flucht beispielsweise. Also wir brauchen eine umfassende, und da stehe ich hinzu, eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung zu diesen Themen, Rassismus, Kolonialismus. Und wie gesagt, ich sehe jetzt in diesen beiden Modellen die Möglichkeit, hier eine Kombination herzustellen. Also wir brauchen natürlich auf jeden Fall, und dafür treten wir natürlich als ISD ganz besonders ein, die Perspektive derjenigen, die negativ von diesem Rassismus, Kolonialismus betroffen sind.
Das heißt, nicht bloß die Bevölkerungen vor Ort im globalen Süden, natürlich die vor allen Dingen, aber auch natürlich die Bevölkerungen hier, diasporische Gruppen in Europa, in Deutschland beispielsweise. Und das ist ja bisher nicht wirklich geschehen. Und auch das ist nochmal die beiden runden Tische, die erwähnt wurden, auch nochmal ein Modell zu sehen, okay, wie funktioniert das, wie kann das funktionieren? Ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Der zweite runde Tisch hat das gezeigt. Es gibt Widerstände nach wie vor, die sind nicht bloß in der Gesellschaft zu finden, sondern natürlich vor allen Dingen in den aktuellen Parteien, die in die Parlamente reinkommen. Damit ist natürlich umzugehen. Es geht natürlich um Deutungshoheit, also wie gehe ich mit Geschichte wirklich um? Wen betrifft Geschichte auf ganz bestimmten Ebenen? Wen betrifft es meinetwegen auch nicht? Und inwieweit beziehen wir uns tatsächlich auch als Gesellschaft auf Werte beispielsweise? Ne? Also die Frage gilt ja, wenn wir uns mit Kolonialgeschichte beschäftigen, wie war das möglich? Wie war eines der größten Menschheitsverbrechen überhaupt denkbar, machbar, umsetzbar? Und wieso wird das hingenommen, dass zum Beispiel heute noch die Gesellschaften davon unmittelbar profitieren? Der Reichtum in Europa beruht ja nicht irgendwie auf irgendwas, sondern beruht genau auf diese Geschichte zum Beispiel. Also wie gehen wir damit um und wie umfassend sozusagen muss die Debatte geführt werden? Das kann natürlich auch bedeuten, dass abgegeben wird beispielsweise, Deutungshoheit zum Beispiel, ne? Aber auch natürlich Reparationen, Stichwort beispielsweise. Das sind alles Konsequenzen, die daraus folgen und ich glaube, daraus erklären sich natürlich auch die Widerstände in der Gesellschaft. Danke, Tahir Della. Medicine DJ, 2014 kam die Senatsdrucker-Sache raus, wir haben es vorhin schon gesagt, durch die die Stadt offiziell ihren Willen bekundet hat, sich mit ihrem kolonialen Erbe auseinanderzusetzen. Du gehörst zu denjenigen, die schon weit vorher, unter anderem als Mitglied des AK Postkolonial, diesen Prozess angeschoben und eingefordert haben. Was würdest du jetzt auch vielleicht eingehend auf die Beiträge vorher, was würdest du sagen, sind deine Kernforderungen bei der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und dem kolonialen Erbe auch nochmal global gesagt? Vielen Dank. Auch ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein darf. Bevor ich auf die beiden vorher eingehenden Beiträge eingehe, möchte ich gerne ein Statement aus meiner Perspektive erstmal darbringen. Es wurde auch schon im ersten Panel teilweise auch schon erzählt. Doch es ist wichtig für mich, dass ich das auch nochmal aus meiner Perspektive hier nochmal kundtue. Also seit 2015 besprechen sich die deutsche und die namibische Regierung über Reparationen ohne die Vertretung der Overherero und Nama. Und das ist einfach inakzeptabel. Und des Weiteren, das hat auch schon Israel gesagt, es ist einfach wichtig, dass die geraubten Länder zurückgegeben werden. Und das setzt voraus, dass einfach ein Land Souveränität hat. Die muss Souveränität haben, um deren Verfassung zu ändern. Und Kolonialismus als irgendetwas anderes oder positiv zu bezeichnen, das würde immer noch heißen, dass es unsichtbar machen dessen ist, wofür es überhaupt steht. Es steht und stand für Ideologien und Dogmen, die aussagten und immer noch aussagen, dass manche Menschen weniger wert sind als andere. Kolonialismus funktioniert unter anderem durch Rassismus. Und Rassismus legitimiert dazu, Menschen zu entmenschlichen, sie zu versklaven. Die Weiterentwicklung der Kolonialismus, der natürlich weiterhin funktioniert durch Rassismus, ist Neokolonialismus oder auch neokoloniale Abhängigkeiten. Heute in Deutschland funktioniert es unter anderem durch Racial Profiling, Polizeigewalt, rassistische Begrifflichkeiten und Bildern in den Medien, Reproduktion von Rassismen in Schulbüchern, Ignoranz, Gewaltausübung in der Sprache, Straßennamen, Orte, Plätze oder Häuser, die nach kolonialen Verbrechern bzw. kolonialen Mördern benannt sind. All diese Aufzählungen, die legitimieren und romantisieren Kolonialismus, das haben ja auch meine anderen Vorredner auch gesagt. Sie wirken physisch, ob bewusst oder unbewusst auf uns. Sie legitimiert den manifestierten Rassismus und deren Fortbestand, den schwarzen Menschen täglich ausgesetzt sind. Was ist das für eine Botschaft und Prägung, die stattfindet, wenn jetzt hier gerade, wo wir uns hier befinden, das ist nämlich Hafen City, das ist ein neues Stadtteil Hamburgs, diese Kontinuitäten folgt? Also das sind meine Gedanken dazu.
Es unterstreicht die weißen dominierenden Perspektiven und Geschichtsschreibungen und Erzählungen. Die Ignoranz bleibt weiterhin bestehen, wenn keine Änderung stattfindet. Dafür plädiere ich, ist es vom Telefon? Glaube ich nicht. Nee? Okay. Telefon klingt anders, wir haben hier so ein Feedback, aber ich kann es auch ausmachen. Okay. Also dafür bin auch ich, wie Kwesi schon vorhin sagte, für Umbenennung von kolonialen Straßennamen. Und dieser kann der jeweiligen Community auf verschiedenen Ebenen Heilung bringen. Der aktuelle Vertrag, darauf möchte ich nochmal hinweisen, der Großen Koalition hat nun erstmalig auch die Kolonialgeschichte zum staatstragenden Grundkonsens erklärt. Dazu gehören auch Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und Provenienzforschung in der Kolonialzeit geraubten Kulturgütern. Und ganz wichtig für mich ist, es ist ja schön, dass viele Dinge geschrieben werden, aber es geht um Taten. Für mich gilt immer Aktion. Wie wird es umgesetzt? Denn wir reden und es ist wichtig, dass wir reden. Und dieser Konferenz ist enorm wichtig, dass wir auf einer Ebene reflektieren. Für mich gilt, wie können wir Dinge in die Tat umsetzen? Also es ist Zeit. Und das hat Esther gesagt, das hast du Israel gesagt. Ihr habt es gesagt, es ist Zeit. Und diese Zeit, die vielleicht Hamburg schon ein Staat mitgesetzt hat, mit der Forschungsstelle, zu sagen, wie können wir als Teil der Zivilbevölkerung jetzt endlich auch Veränderung wirklich tatsächlich umsetzen. Das tun wir ja, wir fordern das ja schon seit mehreren Jahrzehnten. So ist es. Ne? Um jetzt vielleicht mal den aktuellen Stand in Hamburg kurz anzugucken und später tatsächlich auch nochmal auf ganz viele Punkte, die jetzt gerade gefallen sind, einzugehen, bietet sich an, auch in Bezug auf das Stichwort Zeit, einmal daran zu erinnern, dass vor einem Jahr, und zwar am 27. Januar 2017, mehr als einem Jahr, hat Dr. Ngondi Kamatuka unter anderem im Namen der Association of the Obi Railroad Genocide in den USA, kurz AOG, einen offenen Brief an die Freie und Hansestadt Hamburg geschrieben, adressiert an den damaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Ngondi Kamatuka, I can imagine that what happened there was something that was described the whole day. Also alles, was in diesem Brief stand, haben wir vorhin auch schon tatsächlich gehört. Es ging nicht nur, also es ging zum einen um die Forderung zu sagen, die Hansestadt Hamburg muss ihrem kolonialen Erbe gerecht werden. But just shortly, what was the content of the letter? What was the main purpose of this letter? Thank you. If I may, the main content of the letter was to speak clearly to the people of Hamburg, to say that we have to understand what has happened in the past and that the city cannot move forward. The things that are very painful to us as a descendants of the victims of the Hiranama genocide, when we visit this beautiful city, and I'm in a taxi, and might be going on Vermanweg, it's very painful. That wound will never heal, because I'm always reminded of the symbols that are tied to the dark history of this city. My high school teacher who's here today, Klaus Pitsch, who lives in Volksdorf, the last time I was here, he drove me to the Bundeswehr Universität, Helmut Schmidt. I was profoundly disappointed that the new Bundeswehr, with a new philosophy, is honoring a man who trembled
on the steep history of the Prussian army. He broke every rule of engagement the Prussian army might have taught its soldiers. That today, the conscripts, the people who form the backbone of the new Bundeswehr, are being taught and empowered in a building that bears the name of a war criminal. That's very painful. So we wanted to engage the city. As my sister Esther Mwinyangwe earlier said, we are very painful, peaceful people. It also is painful because we are pained by this. And we wanted to ask to have a conversation with the people of this beautiful city by sending an open letter that she referenced. We did not even get the courtesy of acknowledgement. I know the letter was received because I sent it through Federal Express Courier and it was signed for in the Burgomaster's office of the Senate. So that was very painful. Those are the kind of things that I and my colleagues wanted to have an opportunity to come, and thanks to the organizers of this conference, the young people who have really taken the lead of doing this, that we are here today, that we can say, Dr. Martin Luther King once said, we will not remember, we will not forget the actions of those who have done us harm, but we'll never forget the silence of our friends. And I'm paraphrasing that. You are all our friends. All politics is local. You can exert pressure on your elected officials. Let me also mention that the genocide court case, the class action complaint that was filed in New York City, we put out a GoFundMe campaign to help us pay for room and board, hotels and meals for people who are coming only from Namibia, Botswana, and South Africa. Colleagues, I want to share with you that 95% of those who contributed were German students. 5 euros, 10 euros. So this is what I'm saying, that and I think young people, you have to demand. Why is it that 110 years later you don't know about this? One could file a fraud lawsuit against your educational system that has failed you. You can ask your grandparents and your parents, how come you never taught us about what has happened? And that's what we wanted to do. That's the gist of that letter, to have a conversation we're having now. But I really want to thank the young people by showing up. Look at the numbers here. 10 years ago, we would not have this number out here. So I thank you for the opportunity. Die Frage ist ja, dieser offene Brief kam, wie gesagt, vor mehr als einem Jahr in Hamburg an und war zwar adressiert an den Bürgermeister Olaf Scholz, aber gerichtet an die Bevölkerung von Hamburg. Mal ganz kurz ins Publikum gefragt, wer ist darüber informiert, dass es diesen offenen Brief letztes Jahr gab? Wer kennt den? So, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass genau der Effekt, der eintreten müsste, noch viel Arbeit bedeutet. Do you want to say something? Yeah, after you finish. Okay. Okay, yeah. You know, I believe in the goodness of every human being. It may be late, but we're here today. It's good to understand where we have come from, but we must also be the brothers and sisters that we are, to sit at the brotherhood and sisterhood table and have a conversation on what you might call difficult conversation. So even though the city, the official city government, did not respond to that letter, we are not despair. We cannot be despair. It has been 110 years. We march on, but that process has finally been started with this conference today. Ich nehme an, Jürgen Zimmer, Sie kannten den offenen Brief?
Und aber trotzdem, hatten Sie damals gedacht, dass in ein bisschen mehr als einem Jahr so ein Senatsempfang wie heute stattfinden würde? Ja, da wusste ich ja noch gar nicht, dass die Tagung hier stattfindet. Das ist jetzt ein bisschen ausweichend. Nein, die Frage, also konnte ich es mir vorstellen? Ja, ich kann es mir vorstellen. Was mich viel mehr interessieren würde, ist seine oder die Reaktion der Delegation auf diesen Senatsempfang und auf die Rede von Senator Broster. Ist das die, das ist ja in einer gewissen Form eine Antwort. Ob auf diesen offenen Brief, ob auf die Diskussion allgemein, ob auf was auch immer. Aber es ist ja eine Antwort der Stadt auf die Kritik, hier nicht tätig geworden zu sein, nicht genug tätig geworden zu sein. Ich würde auch immer sagen, wir reden jetzt über Hamburg, aber es geht natürlich immer auch um das Hamburger Hinterland, um Berlin und so. Für das das natürlich auch steht, weil es ist ja auch eine und es ist ja nicht nur Berlin, wo man sagt, es ist ja ein Versagen in meinen Augen, ein Versagen der deutschen Regierung und der deutschen Diplomatie in den letzten zweieinhalb Jahren zu beobachten. Und eine Antwort wie heute ist auch eine Antwort nicht nur auf eine Kritik oder einen offenen Brief an Hamburg, sondern auch vielleicht eine Äußerung der Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung. Und mich würde interessieren, ob Sie zum Beispiel, wie Sie darauf reagieren. Ist das eine Antwort, die man sagt, die nehme ich an? Oder ist das eine Antwort, die ich sage, naja gut, das sind ja immer noch Worte. Oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, ist wichtiger, als ob ich es erwartet hätte oder nicht, sondern ob eigentlich die Antwort, die gegeben wurde, eine adäquate ist aus der Sicht derer, die den Brief geschrieben haben und die es eigentlich angeht. Okay, also ich möchte gerne darauf eingehen, obwohl es nicht an mich adressiert ist. Also es ist schon ein Start, würde ich sagen. Nur es ist wichtig, es geht ja um einen Perspektiv, nicht nur Wechsel, sondern auch einfach Shiften. Ich habe das Gefühl, dass überhaupt Deutschland oder auch Hamburg Schwierigkeiten damit hat, dass die Nachfahren der Opfer oder der Betroffenen sagen, wir fordern dieses, jenes und das. Und dass es meistens es so ist, so wie, ja okay, wir möchten Verantwortung übernehmen, doch wir als Täter, wir machen es so, wie wir es für richtig halten, also wir entschuldigen uns und ihr müsst es jetzt so annehmen, ja? Und gerade das, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum zu sagen, die sind hier und die, also ich habe mich diesen Marsch mit eingebunden. Ihr arbeitet schon seit mehreren Jahrzehnten, Ida hat es schon gesagt gehabt, und ich habe mich dem eingereiht, zu sagen, ja, es ist wichtig für die nächste Generation, für die Nachfahren, für meine Kinder und deren Kinder, zu sagen, ich lebe hier und ich bin ein Teil der Gesellschaft, sichtbar und auch energetisch, dass ich das sehe. Und es ist Heilung da, nur die ist noch nicht da. Also so sehe ich das aus meiner Perspektive hier, wo ich sage, es ist gut, dass sie sich entschuldigt. So, ich kann es annehmen, ne? Trotzdem kann ich sagen, ich habe meine Forderungen. Und für mich ist es eher interessant zu sagen, okay, wenn ich Verantwortung tragen möchte als Staat, wie können wir, weil es geht ja ums Gemeinsam, aber nicht, dass der Staat jetzt mir Sachen vorschreibt, zu sagen, so hat es zu sein, sondern andersrum zu sagen, wie können wir es hinkriegen, dass ihr sagt, ja. Es geht uns gut damit. Und wir reden ja davon, nicht nur faktisch zu sein, sondern auch, dass ich auch emotional berührt bin und es auch mitnehme, um auch Heilung zu vollbringen, ne, zu fühlen. Ja, sehr, sehr, sehr.
Thank you very much, my sister. I hear you. I'm a practicing Lutheran, baptized in the Evangelical Lutheran Church. I was educated by the Lutheran missionaries. I'm grateful for that. As part of their conversation that we're having, whether it's in Namibia or America or here, in order to cleanse our soul, we have to be honest with each other. The Lutheran Church and the Roman Catholic Church, they were present during the genocide of the Herero and the Nama people. They never raised a finger based on their ecclesiastical conviction to say what you're doing is wrong. In fact, this data that the collection center that was run by the Lutheran Church was a hoax. Let's be honest with each other. Last year, lots of Lutheran descended upon the capital of Namibia to celebrate the 500th birthday of Martin Luther King. Martin Luther. Sorry about the king. But not a single resolution was passed just to acknowledge the genocide of the Vietnam people. Nothing of that happened. So let us also go back to our places of worship, the mosque, other places of worship, and have a conversation. Someone mentioned earlier that the pastor of some church here, I think Dan Mitchell or something, I don't know, said that I cannot have that plaque here because the congregation would not understand. For heaven's sake, that's why you're the pastor. Preach about that in your church. So we, the congregation, we are your sheep. You are the shepherd. So we can understand why the involvement was on that part of the people of faith. And I always like to be honest, but we need to be also look inside ourselves and talk about that. It has been like a taboo. We don't talk about that. My own church does not talk about that. Why? Why? Die Frage, wie man darüber spricht, berührt tatsächlich eine, die ich ziemlich interessant finde, die jetzt auch in verschiedenen Beiträgen schon vorkam. Im ersten von Professor Zimmerer kam diese Frage auf, wie nimmt man eigentlich eine Mehrheit der Bevölkerung mit und wie geht man um mit den Widerständen in der Bevölkerung? Dazu Konzepte zu entwickeln, scheint mir dringend geboten, aber auch extrem schwierig. Wo liegen dabei die größten Hürden? Mal ganz konkret in Bezug auf die Frage, wie kommt man eigentlich mit Widerständen zurecht? Gut, also ich habe einfach nur eine Idee. Keine Idee, sondern das ist etwas, was wir leben in unseren Aktionen, die wir starten. Chrissy erzählte es, das ist für uns eine Möglichkeit, Umbenennung von Straßennamen, ja, zu eben Personen, Persönlichkeiten, die Widerstand geleistet haben, Persönlichkeiten, die hier als, die geraubt worden sind von ihren Eltern und hier Zwangsarbeit verrichtet haben. Also all diese Geschichten nicht nur zu sehen, sondern zu leben. So, zu leben, wir redeten oder reden immer noch, es geht um Education und das ist also auch ein Teil, zu lernen, zu sagen, wow, okay, also in den Schulbüchern steht nichts darüber, ja, es ist wichtig, dass es in den Schulbüchern, es muss gelehrt werden und wie ich schon gesagt habe, diese Konstruktion, diese rassistischen nicht nur Begrifflichkeiten, sondern Reproduktionen, die einfach da sind, präsent sind, die müssen wir uns angucken. Also das sind eben Themen, die wir praktisch verändern müssen und können. Ja, also das sind für mich ganz viele Bausteine, die dann zusammengesetzt werden, um dann ein großes Bild zu haben. Also Schulbücher lernen, reflektieren, Räume schaffen, um sich auszutauschen, geschützte Räume zu schaffen, um sich auszutauschen. Ja? Und das muss, für mich habe ich wiederum
zwei verschiedenen Ebenen. Also ich als eine schwarze Person brauche einen geschützten Raum, wo ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen kann und frei sein kann. Ja? Und auch die weiße Community braucht auch ihren Raum, um all diese Geschichten zu lernen, weil die wissen es nicht. Ja? In den Schulbüchern wenn es um Apartheid und Kriege geht, wird über die Buren erzählt, ja, Burenkrieg. Aber es wird nicht darüber erzählt, dass die dorthin gekommen sind und einfach da auch gemordet haben, ja, dass sie Vorfahren von uns dort einfach ermordet haben und die Länder einfach besetzt haben, Menschen umgesiedelt haben, und es funktioniert. Und warum? Weil die Masse diese Geschichte nicht weiß. Also es ist ja ein System und es steckt ja etwas immer hinter einem System, ein Ziel. Und dem gilt es einfach zu durchbrechen und das geht. Ein Teil davon ist, dass wir darüber lehren und dass die weiße Community es lernt, dass es so gewesen ist und es annimmt. Und wenn es angenommen ist, können Veränderungen stattfinden. Ja? Und gleichzeitig parallel Umbenennung, rassistische, na, du weißt schon, all diese Dinge müssen geändert werden. Genau, ganz kurz nur, also Lernen finde ich total wichtig, ist völlig richtig, ne? Wenn wir uns den Bildungsapparat angucken, wo kommt Geschichte vor, Kolonialgeschichte, Widerstand vor allen Dingen, wo kommt der vor, kommt gar nicht vor. Das heißt, das muss gelehrt werden und natürlich muss aber auch verlernt werden. Also die deutsche Gesellschaft, die europäischen Gesellschaften sind gewohnt, Verhältnisse hinzunehmen oder damit zu profitieren davon, die sozusagen aus der Kolonialgeschichte rühren. Und das muss sozusagen benannt werden. Die Politik ist in der Verantwortung, deutlich zu machen, dass die Entwicklungen, die wir momentan haben, ich habe es vorhin gesagt, ne, Migration, Flucht beispielsweise, das kommt nicht da, weil die Leute im Süden nichts gebacken bekommen, sondern weil hier ein Reichtum aufgebaut worden ist, über 500 Jahre hinweg, der jetzt sozusagen die Leute irgendwie dazu zwingt, ihre Länder zu verlassen. Und das muss benannt werden. Darüber wird nicht gesprochen. Ne? Also es wird über Fluchtursachen gesprochen. Was gemeint ist, ist Ausgrenzung, Mauern bauen, Leute absaufen lassen im Mittelmeer. Das ist damit gemeint. Aber nicht sozusagen wirklich die Aufarbeitung der Ursachen, die dazu führen, dass Leute ihre Länder verlassen beispielsweise. Also ganz viel gehört dazu zu verlernen, Dinge hinzunehmen, als normal zu nehmen sozusagen, gesellschaftliche Verhältnisse, die eben kein bisschen normal sind oder die auf dem Rücken anderer Menschen eben existieren. Also das ist, glaube ich, ganz, also diese beiden Punkte sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Ja. Vielleicht als Ergänzung oder vielleicht ist das auch gemeint. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir in Europa eigentlich die Weltgeschichte erzählen und immer nur halb. Wir erzählen im Grunde eine halbe Geschichte. Wir erzählen, und es wird jetzt stärker, weil Europa eine Identitätskrise hat und einfach Identitätsaushandlungsprozesse stattfinden. Und die Geschichte geht ja im Grunde so, ich vereinfache etwas, aber nicht zu sehr. Europa hat alles aus eigener Kraft geschafft und jetzt kommen die anderen und wollen von uns etwas abhaben, was sie vorher selber nicht geleistet haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite merkt man vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Europa hat ja eine Aufklärung geschafft, Menschenrechte, die der Rest nicht hat. Und beides im Grunde erlaubt Europa, sich zurückzuziehen und sagen, wir sind was Besseres. Und jetzt sollen die anderen erstmal. Wenn man die Geschichte des Kolonialismus oder die Geschichte der letzten 600 Jahre komplett erzählt, hat man ja eigentlich eine Globalisierungsvorgeschichte seit dem 15. Jahrhundert, das ist die Geschichte der Kolonisierung, die heißt, eigentlich haben wir 500 Jahre Migrationsbewegung von Europa nach Afrika, Asien, in die Amerikas und erst in den letzten 10, 20, 30 Jahren eine Richtungsumkehr. Das wird aber nicht erzählt. Es wird immer nur der zweite Teil erzählt. Zweitens, ja, die Aufklärung gibt es, gab es, ist eine Leistung, aber dass eine bürgerliche Gesellschaft genug Muße hatte und genug Wohlstand hatte, diese Ideen zu entwickeln, basiert natürlich auch auf einem Wirtschaftssystem, das auf Kolonialismus und Ausbeutung beruht und
die Aufklärung, die Menschenrechte galt sehr selektiv. Im Grunde für weiße Männer. Dann, ja, eben. Dir erzähle ich es ja eigentlich. Also ich meine, es geht eigentlich um die Ergänzung zu sagen, wir müssen verlernen, aber wir müssen es auch die Geschichte ganz erzählen. Oder was du sagtest mit dem Burenkrieg. Finde ich wahnsinnig spannend. Kann man ja unterrichten. Man kann sogar in der Schule, in der hamburgischen Geschichte darauf hinweisen, der Burenkrieg hängt mit Cecil Rhodes zusammen. Cecil Rhodes hängt mit Ausbeutung von Diamanten und Gold zusammen. Und sein Finanzmanager war ein Bankierssohn aus Hamburg, der zu den größten Stiftern des Völkerkundemuseums steht und der Universität Hamburg. Das heißt, man kann das ja auch verbinden. Man muss die Geschichte eigentlich nur ganz erzählen, dann wäre schon ein Wahrnehmungsumschwung zu erreichen. Leider haben wir uns eingerichtet in der halben. Naja, und vor allen Dingen, ich glaube, es geht da gar nicht darum, sozusagen jetzt, dass die Geschichte nicht, also ne, das, weil du vorhin gesagt hast, oder Sie, Entschuldigung, vom Versagen gesprochen hast oder so, ne, das hat schon seine Gründe, dass Geschichte eben nicht komplett erzählt wird. Weil wenn ich zum Beispiel Widerstand nicht beschreibe, beispielsweise in den Kolonien, dann wird klar oder so, dass ich dann auch ziemlich leicht sagen kann, ja, das war ja irgendwann mal normal. Ne? Das war natürlich kein bisschen für den Normal, für die Betroffenen, aber sozusagen so wird Geschichte eben erzählt. Also dieses Weglassen von, also von Aspekten einer Geschichte oder so hat schon seinen Grund, sozusagen Sachen auszublenden. Und dieses Beispiel jetzt, dass Migration sozusagen vom globalen Norden, globalen Süden 500 Jahre völlig normal war, ne? Und jetzt seit 10 Jahren kommen Leute aus dem Süden hierher und plötzlich soll das nicht mehr normal sein. Plötzlich soll das irgendwie restriktiert werden, soll so eingeschränkt werden und es wird diskutiert, können die überhaupt, haben die überhaupt ein Recht, sich von A nach B zu bewegen beispielsweise. Ne? Zu uns kommen, ohne dass er sich eingeladen genau. hat. Schlüsselfrage genau. des Kolonialismus. Richtig. Jetzt ist der Ton wieder da. Ja. Und unterbricht wieder diese lebhafte Diskussion. Wer hat sein Handy wieder angemacht? Oder ihr's? Alle Handys noch einmal checken. Please check your mobile phones, your cell phones. Switch it off, please. Otherwise, this annoying sound will stop this. Thank you. Perfect. Okay. Also vielleicht darf ich ganz kurz ein zu diesem Vokabular. Also es gibt die Genozid an den Herero, reden wir. Herero-Aufstand war üblich bis Anfang der Nullerjahre in gewissen Kreisen bis gestern, bis morgen, bis übermorgen. Da ist aber eine unglaubliche Geschichte drin. Das eine ist der Aufstand, die Deutschen sind in Südwestafrika, in Namibia und dürfen dort sein und diese unbotmäßigen Herero leisten Widerstand und sind letztendlich selber schuld. Das ist die eine Erzählung. Was nicht erzählt wird, ist, im Grunde wurde nie eingewilligt in eine deutsche Herrschaft. Die ganzen Schutzverträge, auf die sich Revisionisten gerne berufen, waren von Anfang an eigentlich betrügerisch. Das wussten die Deutschen auch, da haben die auch offen drüber gesprochen. Die dachten nie im Leben dran, die einzuhalten. Und als 20 Jahre nach der Erstankunft von Lüderitz der Widerstand einsetzte, ist es der legitime Widerstand gegen eine Invasion. Und in diesem Vokabular ist eigentlich schon die gesamte Geschichte drin, ob ich sage Aufstand oder ob ich sage Genozid. Es drängt sich an der Stelle einfach für mich die Frage auf, Gombi Kamatuka, wie wird denn diese Geschichte in Namibia an den Schulen gelehrt? Wie ist da die Perspektive auf diese Zeit oder auf die Kontinuität dieser Zeit? Let me just say that the nation of Namibia was born 28 years ago. Go to Namibia and see if you can find any denkmal, any monument built in memorial of the victims of the Ovaherero genocide, Oshitiro Shinjanja, and the Naman genocide, Kamtui. You cannot find those are Showa's name. Those are our local names for genocide, Oshitido Shinjanja in the Shero language, Kamtui in our beautiful Nama language. You cannot find that. Israel talked about the silence that's coming from the broadcasting from Namibia. Why are they not here? The German television is here, our own government. Where is our own government? Let's look ourselves in the mirror.
Let's look ourselves in the mirror. Where is the Namibian government? Today, the Namibian government, in cahoots, I'm sure there are some Buddhist, Nachrichtendienst people here. Bitte melden. Ach, das ist das Handy die ganze Zeit. I know that's for foreign intelligence. So, but anyway, for someone who's committed the crime to all of a sudden say, I'm going to tell you what kind of punishment I need to get from you. Where does that notion come from? It comes from the notion in which led to the killing of our people. Because at that time, people believed in a philosophy of Undermenschen. We were not considered human beings. We are. We don't let other people define who we are. I define myself. Exactly. I don't care what you say, but I define myself. The charade that the government, both governments, are engaged in, excluding, let me be categorically, abundantly crystal clear, nothing will move on the talks on the genocide or the Vaherero and the Nama people without Advocate Vekwi Rukoro being at the table and Kaub Johannes Isaac. You cannot exclude us. You cannot have anything going on without our representatives being. Yes, I'm getting into that, my sister. Yeah. Let me just say that our battle cry, if you will, it cannot be about us without us. Anything about us without us is against us. Thank you. Und genau das ist ja auch unser Ansatz, seitdem wir schon seit mehreren Jahren hierfür kämpfen, dass wir sagen, wir möchten auf jeden Fall beteiligt sein. Und nicht nur das, sondern wir haben wundervolle, heilende Ideen, nicht nur für die weiße Community, sondern für uns. Ja? Und das beginnt vor allen Dingen, dass wir Straßen umbenennen, die diese kolonialen Mörder immer noch hier tragen. Und wie ich schon sagte, dieses Stadtteil, Hafen City, ist ganz, ganz neu. Es ist noch nicht fertig, es ist immer noch im Aufbau. Doch geh mal durch und schau dir die Namen der Gebäude und es ist einfach furchtbar. Nur es wird nicht wahrgenommen. Wir sind wieder auf diesem Level, was du eben gerade gesagt hast. Es ist romantisierend, es ist verherrlichend, es ist gut, es ist normal, es ist toll. Hafen City und Vasco da Gama Gebäude und yeah, toll, Kaffee, ja. Also das ist das, was herrscht. Nur auch das hat eine Energie. Und ich sage, das ist einfach eine negative Energie. Denn die wirkt zwar auf den Weißen positiv verherrlichend toll aus, für mich nicht, absolut nicht. Und das muss geändert sein, unbedingt. Weil ich selber versuche, mir vorzustellen, es gibt so viele Ideen, wie du es eben gesagt hast, es gibt so viele Forderungen, es gibt so viele Grundlagen, die nach und nach erarbeitet werden und die zur Verfügung stehen, aber es gibt jetzt in Hamburg eine ganz bestimmte Stimmung. Heute war dieser Senatsempfang mit sehr viel Aufwand vorbereitet worden und sehr erfolgreich durchgeführt worden. Wir haben eine sehr, sehr beachtenswerte Rede des Kultursenators gehört. Ngondi Kamatuka hat darauf hingewiesen, dass sie auch wirklich bedeutend und inhaltlich auch tatsächlich eine sehr, sehr, sehr zentrale Aussage hatten. Also man hat jetzt hier in Hamburg quasi eine Stimmung, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wenn du nochmal, du hast vorhin schon gesagt, du hast ein positives Verhältnis oder du siehst es positiv, was hier in Hamburg passiert. Und trotzdem frage ich mich gerade,
vor diesem Hintergrund in Hamburg jetzt diesen Drall zu haben. Es gibt die Forschungsstelle, es gibt den runden Tisch, es gibt Kommunikationsversuche und es gibt eine Stimmung. Wird das reichen? Gibt es, ist das ein Ausgangspunkt für wirkliche Veränderungen oder ist das ein Ausgangspunkt für zum Beispiel, kann sowas vor diesem Hintergrund wie die Hafen City und der unvorsichtige Umgang mit neu erschaffenen Symbolen, die dort neu kreiert werden, kann sowas möglicherweise unterbunden werden durch so eine Situation oder so einen Prozess, wie wir haben, oder kann das einfach immer wieder passieren? Also letzteres Jahr, klar, können solche Rückschläge passieren und die werden auch passieren, aber die Entwicklung jetzt hier in Hamburg und auch meinetwegen auch in Berlin zeigen ja, dass die letzten 30 Jahre nicht umsonst waren. Ne? Also der Widerstand, der sich entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, die Aktivitäten sowohl von den Communities als auch von postkolonialen Aktivistinnen haben sich gelohnt, insofern, dass das Thema jetzt endlich Thema ist überhaupt mal. Ne? Also vor 30 Jahren war es überhaupt kein Thema, keiner hat darüber gesprochen, Patzinger, Herr Patzinger, hätte sich damals nicht im Traum wahrscheinlich vorstellen können, dass diese Debatte irgendwann auf die Füße fällt. Das tut es aktuell tatsächlich. Und ich glaube, dass das sozusagen eine Bestätigung ist dessen, dass wir da weitermachen müssen. Das wird, wie gesagt, nicht sang- und klanglos über die Bühne gehen. Und ich glaube, dass diese Widerstände, von denen du gesprochen hast, die werden stärker werden sogar. Also je mehr Erfolge wir erzielen werden mit unseren Aktivitäten, Straßenumbenennung zum Beispiel oder dass Denkmäler geschliffen werden, wird noch mehr Widerstand erregen tatsächlich. Also von gerade aktuell den Parteien, die jetzt in die Parlamente einziehen, ist nichts Gutes zu erwarten. Und die Stimmung in den anderen Parteien zeigt das ja. Ne? Die Leute, es wird dem nicht widersprochen, was die AfD beispielsweise an Thesen publiziert und rausbringt, sondern im Gegenteil, es wird versucht, ihnen nachzureden, um die Wählerstimmen zu gewinnen. Das heißt, also, da ist nichts Gutes zu erwarten, aber trotzdem muss sozusagen der Weg weiter beschritten werden, weil, sagen wir jetzt, wir sprechen von 500 Jahren Kolonisierung beispielsweise, die sind in 30 Jahren nicht abzuarbeiten. Ne? Also, und wie gesagt, nochmal, der Widerstand wird steigen in dem Moment, wo auch deutlich wird, was es für Konsequenzen haben wird. Denn wenn wir über globale Gerechtigkeit sprechen, kann das eben auch heißen, dass wir hier weniger haben beispielsweise. Und das muss den Leuten erstmal verkaufen. Jetzt sind wir nochmal kurz auch in die Richtung gefragt. Sie nicken sehr heftig bei dieser Feststellung. Was macht man damit für eine Perspektive auf? Also wie lange funktioniert das überhaupt nicht so? Wie lange funktioniert dieses sich nicht damit auseinanderzusetzen, wie dieses System sich eigentlich permanent selbst wieder reproduziert. Also wie lange funktioniert es, dass wir davon ausgehen können, dass sich nicht irgendwann, die Frage gestellt wird, das System müsste eigentlich komplett verändert werden. Ja, die Frage ist ja schon da. Also ich meine, deshalb nicke ich ja so, dass es Tahir sagte, es kann dann sein, dass man die. Es kann gar nicht anders sein, als dass es zum Wohlstandsverzicht im Norden kommt, wenn man irgendwie nicht will, dass der ganze Globus um die Ohren fliegt. Also das ist ja klar, das weiß man ja eigentlich auch. Und es gibt natürlich dagegen Widerstand, weil es Leute gibt, die immer auf die alten Methoden setzen, die sich vermeintlich bewährt haben, wenn man dann sagt, ja, aber Mauern haben sich noch nie bewährt, dann sind die gleichen Leute, die immer ganz schnell sind und wissen, die DDR ging unter wegen der Mauer, sind der Meinung, aber die Mauer irgendwo am Mittelmeer, die funktioniert dann. Also das ist ja eine ganz komische Schizophrenie bei Leuten. Es funktioniert nie. Nur wie bringt man die Leute dazu, zukunftsgewandte politische Entscheidungen zu treffen, wenn man eigentlich, das ist ja im Hintergrund da, in Großbritannien, in den USA, hier, also doch, man merkt, wie sie sagt, White Supremacy, darum geht's. Die haben ja im Grunde Aufwind. Ja, ich wollte bei meinem Eingangsstatement eigentlich auch nicht negativ sein oder das runterspielen. Also ich finde es toll, dass so viele Leute da sind und wenn ich es vergleiche mit vor 10, 15 Jahren, merkt man auch den Erfolg. Aber mir ist auch im Kopf, weil du Herrn Patzinger, noch ein Bayern in dem Spiel, genannt hast, dass das Humboldt-Forum es geschafft hat, die letzten 5 Führungspositionen mit 5
weißen älteren Männern zu besetzen. Das heißt, sie haben 5-mal entschieden, wir suchen die beste Person für den Job. Und 5-mal sind sie draufgekommen, es ist ein weißer Mann, der schon etwas älter ist. Und das ist natürlich auch... Ja, nee, also das ist eigentlich der Hintergrund. Und ich bin auch überzeugt, dass heute früh im Kaisersaal, dass das ein ganz wichtiger Zeitpunkt war, dass das ein symbolisch einfach unglaublich ist, wie die Rede von Heidi Marie Wieczorek-Zoll 2004 nicht unmittelbar das bewegt hat, was wir alle erhofft haben, aber trotzdem im Rückblick sagt man, Mensch, die war 15 Jahre weiter, die war 20 Jahre weiter, die war ihrer Zeit voraus. Schade, dass sie lauter Männer im Auswärtigen Amt und im Kanzleramt hatten, gegen die sie sich nicht durchsetzen konnte. Wäre vielleicht auch schon das Ganze weiter. Aber man muss eben auch sehen, dass es im Grunde da Widerstände gibt. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Das ist ja auch eine Frage und wir hatten das ja auch am runden Tisch. Und aus meiner Erfahrung als jemand, der diese Forschungsstelle jetzt aufbaut und aufbauen darf, würde ich sagen, was man braucht, ist Gremien. Und diese Gremien brauchen eine Unabhängigkeit. Das heißt, beim runden Tisch haben wir es ja diskutiert, der Kulturbehörde braucht am Beirat oder diese Lenkungsgruppe, in der die Communities sind. Und die brauchen Autonomie und die brauchen ein Budget. Und die dürfen nicht alle 3 Monate irgendwo in der Politik nachfragen müssen, weil jedes Mal dann Parteien, die das nicht wollen, auch da reingrätschen können. Deshalb ist es wichtig, das aufzustellen und das eben aus dieser Tagespolitik herauszunehmen. Ja, genau. Also ich habe da 3 Punkte. Als erstes sage ich mir, es ist wichtig, dass auch von uns, also von der Black Community, auch unsere Professoren und unsere Scientists und andere auch Position, Machtposition. Ich benutze gerne das Wort Macht, damit es einem auch ganz klar ist, dass es um Machtposition geht. Es geht darum, dass wir in diese Machtposition kommen, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dann auch da Bewegungen und Veränderungen stattfinden zu lassen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Gesetze hier in Deutschland geändert werden müssen in der Form, dass es geht um Wirtschaft, also all diese Ebenen, denn wir wissen, Versklavung von schwarzen Menschen, Kolonialismus von, all diese Kontinuitäten, worüber wir hier reden, hat natürlich auch mit der Wirtschaft ganz, es ist eine Verzahnung und die sind immer noch die Profiteure mit. Ja, also auch da müssen die Gesetze so geschaffen werden. Ich habe mich immer gefragt, ich so immer, Mensch, warum müssen die Rohstoffe hier roh ankommen? Ja, so heißt es ja. Ja, und dann heißt es ja, wir wissen ja nicht, es geht ja um Schutz. Ja, dann kommt wieder dieses Wort Schutz. Und dann denke ich so, hä, wer wird hier geschützt? Ja, also um wessen Vorteile geht es? Also, um beim Kaffee zu bleiben, wo ich mich dann fragte, warum ist es nicht möglich? Es ist schon eigentlich schon nicht gut. Trotzdem nehme ich dieses Beispiel. Wenn es schon so ist, dass diese kolonialen Kontinuitäten stattfinden, warum ist es nicht möglich, dass der Kaffee trotzdem denn dort die Leute, die es anbauen, es auch selber rösten, was auch immer, also diesen Mehrwert dort haben und es dann erst hierher importiert wird. Ja, also dass auch die es schaffen, auch was davon haben. Klar, es geht darum, dass diese Kontinuitäten durchbrochen werden, weil es auch nicht gesund ist, das, was da stattfindet. Und jetzt habe ich das Dritte vergessen, weil ich so viel geredet habe. Kommt bestimmt wieder. Ich gebe erstmal zurück. Ja. Vielleicht ganz kurz, bevor Ngondi Kamatuka dran ist. Das wäre aber, ich nehme trotzdem das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, auf und mache daraus einfach einen Vorschlag, weil es bezieht sich ja auch direkt oder passt zu dem, was Urs Blaser, ich weiß gar nicht, ob er im Raum ist. Urs, bist du da? Auf jeden Fall hinter dir. Hallo Urs. Was Urs Blaser vorhin gesagt hat, also in seinen Eingangsworten, als er erzählt hat, er hat diese Karte gefunden mit den verschiedenen Handelspunkten an der afrikanischen Küste,
Ich würde jetzt einfach mal diesen verwegenen Vorschlag in den Raum schmeißen. Wir reden dann später darüber, dass man vielleicht hier an Bord einfach genau zu diesen Fragestellungen auch nochmal Veranstaltungen organisiert, um das eingehender zu beleuchten. Nur die Kamera. Thank you again. I'll be brief. Earlier I said we like to define ourselves and not be defined by others. There seems to be this feeling in Germany that Heide Marie Sorrell apologized to us. She did not. Let's get the facts straight. She gave a speech, official speech, and never uttered the word apology. Yeftanguhirimo who see someplace, and the other people yelled and said, "How about an apology?" And then she said, "Everything I have said can be taken as the apology." You know what happened when she came back to Berlin? They cut that off because it wasn't the official apology. So from the victims and you know, we have not been apologized to. We are still waiting for that. And let me make it clear also, the apology that we will accept has been issued by the Bundestag. No one else. Because that would be the representative of the dem Deutsche Volk. Yes. Since I brought up the apology, I think you are correct that she did not issue an apology by the German government. She couldn't do that. I still think it was a symbolic gesture which got more and more meaning if you see how the German government is behaving in the last 2 years. But my question would be, do you consider Senator Broster's speech today as an apology? Because he used almost the exact wording which Rick Zoyl used in Namibia. I'm glad you asked this question. The senators, even though, according to your characterization, may have spoken the same word as Heide Marie did, but I could sense sincerity on his part. Now, yeah, and he was emotional. Now, to me, no, still doesn't satisfy us in terms of apology. But the way he did it now, when President Reagan was negotiating with the Soviet Union about the reducing of missiles, he did say, "Trust but verify. Trust but verify." Now the onus is on us and our brothers and sisters, everyone here, to make sure what the city of promise today, that they act on it, that they move forward. We are tired of being spoken to and no action at all. That's what I just wanted to make that clear. Thank you. Da ich da sehr viele Geräusche aus dem Publikum gehört habe, frage ich mal kurz, gibt es Kommentare, Bemerkungen, Fragen? Ja. My beautiful brothers and sisters. It's just an honor for me to be a fly on the wall of what's happening. But I wanted to ask you, my brother, I was also there this afternoon at the Senate Empfang, and I was just asking one of the organizers of this program today, how significant was this so-called apology today in the Rathaus, in the courthouse? I was just asking Jonas from one of the organizers of this whole conference. And funnily enough, Brother Zimmermann, Zimmerer, he just spoke about it. And it's very important that we define an apology, in my opinion, because just in this moment I was like, what is an apology? Because he did say something. It was the Senate for Culture and Media, and there were certain people, but is that the level of apology that is acceptable for your people? And I think if you would continue this discussion right now, where does this apology have to come from? And to make it significant enough
not just with words. Okay, first the words came, but is he qualified even to give the apology? And then the apology starts like a sentence. It has a beginning, a middle, and an ending. And the action behind that apology, as you just stated, is more important than the words. So where are we with this so-called beginning of reparations and apology? Because I was present, and the gentleman was very eloquent, and he meant it from his heart, from the German, for the German community. But is he the representative, the proper representative for this first step of an apology for the reparations? So I thank you so much for both of you for saying something, but that was just my question. Is that enough? Is he the right representative to give this verbal apology? Yeah. As I said, he was speaking on behalf. Thank you. He was only speaking on behalf of the city of Hamburg. He did not insinuate that he was speaking on behalf of the Republic of Germany. But if he is sincere in what he said, and we have to give the city a moment to reflect on what they are saying, and they have to come to us so we can help with some of that, then it is incumbent upon the city of Hamburg, as one of the lander in the federation, to take this now to the beacon of hope is going to emanate from these shores of the Elbe and goes across the beautiful land of Deutschland. This has to be now the follow-up on that. When we sit down with our brothers and sisters of Germany about reparations, we are going to have some preconditions. One is, if you're sincere enough, apologize first, and then we sit down without you dictating to us what the terms would be. That's how, atonement, to be atoned for your sins. To be atoned for your sins, you must be able to say, I'm wrong, I sinned. Now I'm asking for atonement, I'm asking for forgiveness. We are not there yet, but I think this is a good beginning. I don't want everybody to leave here today at the end of the conference to think that it was worthless, it wasn't your time. Please understand us, in my own personal behalf. This was very rewarding to me, educational, to learn from you young people how you feel about things. It is a beginning. We are going forward together as brothers and sisters. Good afternoon, thank you very much. I think in thinking about our post-colonial responsibilities, or our decolonial responsibilities, I prefer to use decolonial because I don't quite know what post-colonial means. Because I'm from Namibia and often I don't quite feel like I'm in a post-colony, if that makes sense. In thinking about that responsibility, I think we really also need to think about how our struggles intersect. A lot was spoken about white supremacy and colonial history in thinking about decolonization. Here and there things came up about class and patriarchy, but we also need to focus on those because I think these educations and histories and languages that we are criticizing are not only racist, they're also patriarchal, and not just white patriarchies, but black patriarchies as well, which are performed broadly. And for me, if we are going to speak about how do we then decolonize space, or how do we decolonize our bodies, we need to think strongly about how racism works very well with patriarchy. And that the reason why these governments haven't come to play is not just a racist issue. From the Namibian side, for example, is a patriarchal issue. It's because it's men who are sitting on a table who don't care, who don't have that emotion that she's talking about, where women are not heard, where our mothers and our sisters don't have voice. We need to feminize
Yeah, going forward, and not just class and patriarchy, that it's also heteronormativity, heteropatriarchy, Islamophobia, xenophobia, ableism. This is an ableist city. Just navigating the city in the last week that I've been here, it's such an ableist city. And all those little things, all those little struggles, I think, are part of the bigger colonial project and why it keeps succeeding. So I think going forward, let's keep reflecting on even patriarchy in our own movements, because it's in there. At what point do we men take the back seat and listen? Thank you. Ja, genau. Und ich möchte, vielen Dank, natürlich. Also das ist immer ein Teil davon, ne? Dieses patriarchisches Geschehen, was schon seit Jahrhunderten herrscht. Ich möchte nur noch einen Aspekt mit reinbringen von dem, wovon ich abgekommen bin vorhin. Und zwar ist die eine Ebene, dass dieser Konferenz eben halt von der Black Community organisiert worden ist. Also da auch nochmal einen Fokus drauf zu setzen, zu sehen, es ist schön, dass es wahrgenommen wird und nicht nur, dass es wahrgenommen wird, sondern auch angenommen wird und dass es auch eine schöne Ebene ist, eine andere Ebene ist. Denn meine Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist meistens, dass wenn ich etwas gesagt habe als schwarze Person, dann wurde es nicht angenommen. Es wurde einfach ignoriert. Wurde es aber dann zwei Tage später von einer weißen Person genommen. Ja, das stimmt. Da müssen wir was ändern. Daher finde ich das gut. Und das wollte ich noch vorhin anmerken unbedingt. Hello, I'm Jephthah. I'm from the United States. I live in Washington, D.C. And basically, my life, all my kids call me a professional protester for social justice. So, but that's not the title. That's not what I do for a living. But I'm trying to, I think we are saying, I'm trying to say something similar to what Gandhi is saying, but maybe in a different way. Because I do believe, like, politics is an art of possibilities. So what I saw in the speech of the senators, I saw possibility. He opened himself up for the black movement over here to come back today. This is what you said yesterday. And he also, we are not looking for apology from the Hamburg government. No, that's not, I mean, from this. But we can use it as progressive in a way to advance our cause. Because I remember when as a student, as an under-apartheid movement in the United States, the US government under Ronald Reagan used to say, no, they supported apartheid completely. So the strategy was like, now let's move the struggle back to the cities, where the cities will divest from business that are doing business in South Africa. And the cities will do resolutions like, we are divesting or we are not doing business or we are not giving contracts, city contracts, to those business doing business with apartheid government. And so that's what I'm talking about, the possibilities. So we have to look in that context, but not throw it away, but look, read the speech, reflect, and see how can you use to advance your cause in the process. Because the way I saw him, he was emotional. Anybody is emotional, that means he cares about the issue, he knows what is wrong. So you have to use that possibility, his vulnerabilities, or his openness, or his good upbringing to advance your cause. So we can be angry. I have this phrase, I read Nelson Mandela, but he said you have to fight for social justice, but don't be angry, but in the process of fighting it, do not be angry because you have to create a relationship with those people in order to advance or to get what you want to do. Yeah.
very much. There are two, I see at least two hands up. But first of all, any comment to this from the podium? No. No, okay. Next. Next comment or what question? My name is Elise Papp from the University of Strasbourg. And I just wanted to say something that connects to what the artist from Namibia, I forgot your name, sorry, just said. Because oftentimes in debates, it's evoked that all this memory work is going to lead to the North losing its privileges. And I really kind of wonder, when you see that in Germany, more than one child out of seven, I mean, recent studies have just shown that more than one child of seven grows up in poverty, and that Germany is the richest country of the EU, but it's also the country where the difference between rich and poor is also the biggest. I really wonder who is actually going to lose her or his privileges after things change, after memory work. So I think that, yeah, I think we really need also a lot of work about reflecting about what is the North really, what is the South really, and who really has the economic privileges. My name is Hamid, I come from Syria. I have been in Germany for 2 years. I just want to make a comment. Like a friend of there, he talked about very important thing about intersexuality. And intersexuality between racism and between patriarchy. But also he forgets a very important point. Like he should mention capitalism. Like there is no capitalism because we are living in the world system, capitalist world system. So there is no racism without capitalism. There is no colonialism without capitalism. Like, and I have been here for 3 hours, so nobody is talking about capitalism. Thank you. If not a comment from the podium on this, another hand up. Turn around. Ah, I see one. I see one in the back. A well-known hand. I will say a few words in English, as I kind of like to address specific peoples. I was quite interested in the question of who is it to apologize after the 110 years or whatever. I mean, the responsible people are not there, the victims are not there, we are beyond it. To whom is it to apologize nowadays? And I'm not in the position to give you a recommendation, but Hamburg is the big port of Germany. It is the city of trade. It is a rather rich city, and nowadays I would say so. There is some emotion about the past. There's some consciousness about the past, and I think it is a good thing to look for a win-win situation together with Hamburg. How can the past be treated? What can we do with the consciousness about the past in the present? And if Hamburg, if you involve Hamburg, Hamburg will at a certain moment say, we need a federal help, or a federal, we need we need Berlin to go certain steps, and Hamburg will get it in Berlin, and Berlin will do it in the context of an apologize, I believe. So it is really Hamburg to speak with. I would feel so, as there is the emotion and there is the memory to the past. There is the location which are speaking to of it. Now I want to make two remarks. One just triggered by this question of apology, and I'm reflecting on the misunderstanding what I said about Wittschericht Zoll and about Senator Broster, and maybe
I understand that the most important recipients of the apologies are the descendants of the victims, and that's you. However, I would like to make a case as a German that, and that is my interpretation of Wittgerecht soil. For me, as a then younger scholar and somebody interested in the genocide and working for the recognition, it was important because I want my government, for my sake, to apologize as much as for your sake. And we shouldn't just say it's a business of appeasing or whatever the descendants. It's also important for the mentality in Germany to accepting historical wrongs, atrocities, and apologizing. Because if you study memory politics and politics of coming to terms with the past, I think it is important for my generation at least that they approached and came tried to come to terms with the Holocaust and the crimes of the Third Reich, which enabled a younger generation of Germans to say we can accept this country because we try to do it. So an apology is as much, or is not as much important. I wouldn't, but it's important for me as a white German as much, and I expect my government to do this. That's why I'm so disappointed with my government, because I think they should apologize or recognize in the parliament, the president should apologize and then talk should start. But I mean, I suggested that, but they are not listening. The other thing, the comment was what Musancha raised and what was then raised by capitalism. If you look at this intersection of colonialism, racism, capitalism, and all this, then you understand why there is so much resistance against decolonizing the public space. Because it goes at the core of society and economy. Thank you. Professor, I accept your position. As a white German, that there was a good, it was a movement for you as you saw it to move forward. The government, Heidi Marie did that. At the same time, you have to understand my point of view. That as a victim of that, that was not genuine. It was not an apology. An apology for me is that, and it's okay to have this kind of exchanges because we have to talk to each other. So you can hear my point, I can hear yours. And this is what this conference is all about. So we can move forward. The apology, and you know, thanks for asking that question. To whom to apologize, and thanks for the answer that you provided. I like it, I agree with it. It has been used as a cop out. Oh, it has been over 100 years. The victims, the people, they're all dead. You didn't suffer. They talk about the trauma that has been passed from one generation to the next. Please hear us on that point. You need to apologize to us. And do not, as a perpetrator of the genocide, that you, because you think you are powerful, can now also dictate to us the terms of reparations. That is unacceptable, that's inhumane. You continue with the same. I'm not saying you, but the government that was acting is doing that. We have nothing against the German people. Please understand that. Now, if you go to Namibia, and I hope some of you will go there, there are pristine, pristine German soldiers' cemeteries all over Namibia. We have never gone in peace on those cemeteries. We have respected it. Our uniforms that we wear of Chithira and Chingrine come from that. We have never desecrated the final resting place of the German soldiers in Namibia. Never. At the same time, you cannot find a recognizable final resting place of the Bahero and the Nama soldiers, or even our children and our mothers. You cannot find that. So this was very painful to us. But we are not saying we are close-minded to any opportunity. But I have to also understand
other points of view, even though I may disagree with it. I understand your point. I may disagree with it, but I understand it. And I want to thank you for being brave enough to say it and to ask that question so we don't take that out of context. For that, I thank you very much. Ja, und ich möchte genau daran ansetzen und sagen, natürlich, es ist eine Kontinuität, es ist Präsenz, ja, denn es geht um Land. Und es kann nicht sein, dass die Länder von den Owo und Hiranuma, deren Vorfahren, deren Länder, die ja dann auch deren Nachfahren gehören, denen nicht gehört. Ja, und das kann nicht sein. Ich frage mich immer, hier in Deutschland, kann ich mir überhaupt vorstellen, dass die Verfassung nicht von Deutschland alleine entschieden werden darf oder nicht geändert werden darf? Oder das Grundgesetz? Gibt es das? Kann ich mir das so vorstellen? Nein, kann ich nicht. Wie kann es sein, dass in Namibia die Leute nicht das ändern können, um zu sagen, das ist die Länder von unseren Vorfahren, das gehört uns. Das geht irgendwo nicht in meinem Kopf. Ja, und das sind diese Ansätze und das ist Präsenz und es hat eine Auswirkung. Es ist eine Kontinuität des Traumas mit, was Sie hier sagen. Und es muss durchbrochen werden, unbedingt. Zwei Meldungen habe ich jetzt auf jeden Fall auf der Zettel. Einmal hier, von Hani und danach. Ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema, wie Hamburg nach dem heutigen Tag, nach der Rede von Senator Prosta wirklich praktisch weitergehen könnte. Und zwar, ich erinnere mich, dass wir 2011 in Berlin im Rahmen der Ausstellung Freedom Roads, koloniale Straßennamen und postkoloniale Erinnerungskultur, zu einem bundesweiten Treffen eingeladen haben. Und zwar waren da die Communities und die zivilgesellschaftlichen Initiativen. Wir haben dort eine Resolution verabschiedet und wir haben es geschafft, dass der Deutsche Städtetag unsere Resolution unterstützt hat und an alle Städte, auch an Hamburg, geschickt hat. Und zwar ging es genau um die Forderungen für die neue Erinnerungskultur. Wir könnten jetzt auch morgen, wenn wir eine Resolution verabschieden, jetzt adressiert auch an die Orga, also Hamburg bitten, dass im Sinne von der Rede von Senator Prosta heute Hamburg sozusagen Fürbitte hält im Deutschen Städtetag und versucht dort Bündnispartner zu finden. Gerade auch dort, wo es postkoloniale Initiativen in den Städten gibt. Und dass wir dann, also wenn Hamburg das wirklich ernst meint, das bleibt noch abzuwarten, dann eben auch im Deutschen Städtetag sich stark macht dafür. Danke für diesen Vorschlag. Bevor wir vom Podium hier, ich bin sicher, da gibt es vielleicht das eine oder andere dazu zu sagen, darauf eingehen, auf jeden Fall hier aber nochmal eine Meldung, die auf keinen Fall untergehen darf. Mine is a comment on the question of apology. As a brief introduction of who I am, my name is Kara, and the surname that I carry is an Ilian surname called Johannes. Recently, I have been fighting to get my proper surname, and it was exactly because of the war that took place between the Germans and the Herero. I was born in Botswana. That's where I grew up. My mother and two sisters, they still live in Botswana, and it is exactly the same war that happened, that I happened to have been born in Botswana. Why am I bringing this question? The one thing that is of concern to me is that we have a population of the Herero speaking community, as well as the Nama community in Botswana and South Africa, who are, in terms of population, I would say the number that is in Botswana and South Africa, it's equally the same number of the Herero and Nama people that are in Namibia. And that would say, currently the charade that is happening between the Namibian government and the German government would leave the German government having to also
attend to those that are in Namibia, rather that are in Botswana and South Africa, because even since we started all these talks, we have never talked about the Ovaherero and the number of people who live in Botswana and South Africa. Even now, the so-called negotiations that are taking place between the German government and the Namibian government, they are only concerned about the Ovaherero and the Nama people in Namibia. The question of apology, I happen to be a legal scholar as well as a genocide scholar. When I did my research for my thesis, I had to look at the question, a simple question that says, does the massacres of the Ovaherero between 1904 to 08, do they constitute genocide? Because even now, as we are grappling with the question of apology, the question that I carried today, that I have, I'm sitting here with, is to say, have the German government, before they think of apology, have they accepted what, as to what they did amounted to genocide? Or what are they apologizing for? What are they grappling with this apology for? Because I'm raising this issue because as we speak, the ambassador of Germany in Namibia, you guys, you should be reading what nonsense he's writing at the moment about this whole issue. So basically the question remains as to what apology are we talking about? Has Germany in totality, not necessarily the Homburg city, have they accepted that what they did amounted to genocide, or what is the apology of that? And the other thing that I want to finish with is the question of victims. I know so many of my colleagues, they are hesitant to regard themselves as victims of that genocide. But as far as I'm concerned, with the research that I have done, I remain a direct victim of that war. Because guess what? When I'm in Botswana, I'm not regarded as a citizen of Botswana. Even when I'm in Namibia, I'm exposed to ridicule to say, Omshawana. Omshawana means Tswana. But I'm not a Tswana, I'm a Herero. You see? So, like Ushu Omunyengu was saying earlier on, I'm talking about generational, what do you call it? Transnational of genocide. These are some of the experiences that we have, particularly young people that are born in Botswana and South Africa. That's why I started by saying, I happen to be a Johannes. And when I was young, I was proud about the surname of Johannes. But today I'm not, because I've come to accept and realize who I am. I am not supposed to be carrying a Johannes surname. But it is exactly because I remain a victim of this genocide. Thank you very much for this remark. And Gandhi, come to the wants to add something. The pain that I've been talking about this afternoon is evidenced in the young man's comments. You can see that. For information purposes, let me say, when I said that no negotiation can be concluded without Advocate Vekwi Rukoro, Paramount Chief of Ovaherero, being at the table, and now GAOP, Johannes Isaac, being at the table. On the Ovaherero side, as well as the Nama side, we are cognizant and we have accepted that negotiations have to be broader and include those in the diaspora. Now, Advocate Vekwi Rukoro, and I'm not so sure about the Nama part of that, has sought and received a proxy, power of attorney, from the Ovaherero in Botswana and South Africa. When he filed, along with others, including our organization, the complaint in New York City, he had that in his hand, that I can speak because I've been given the proxy, the power of attorney, by my people in Botswana and South Africa. So, Scott, I want to thank you for bringing that up, because, and I responded to it so other people can see that we are one. We may have been, divided by artificial borders because of the Berlin Conference, or the Congo Conference, sometimes called, of 1885. But we are in this together as one people in fighting for this. So the apology that
the German government has to issue. It will be to us, the descendants, the victims. Thank you. Sorry, Goni, you should have been the last one to talk, but I was the last to raise my hand because I don't want to conclude your panel. But my response is basically to the gentleman, the professor, right, who asked the question. And this is in defense of the Afro-Germans here, because I'm active in the struggle of in USA. But whatever to tell my children or my white friends, I advise them, you always have to question your privilege in the society, how it came about. There's a book by David Rudiger that says the wages of whiteness, how you get paid, is socially constructed based on your class and your race. So the Afro-American, the society, how it plays itself, is by design. So if you go to Namibia today, you will find out young men like me, older men, middle-aged men like me, with a farm and everything, a German guy. That's the structural imbalance that has been created by the genocide. But that guy doesn't have the academic or whatever qualification, but due to the placement or to the genocide, structurally I am unable to succeed in that. So it's the same here. You have to question, why is it what I am doing? How did I come here? Question your privilege in the society. Then you will understand why, at the end of the day, you say, like, I apologize, because the same guy we went to the university, he's not getting paid as much as I am getting paid because I'm a white guy. And also, as a woman, I'm getting paid less. We have the Me Too movement in the United States now, questioning, like, why am I doing the same job like this white guy, but he's getting more. So it's a social construction of the society that you have to question. And then, as a man, as a Me Too movement, probably I have to apologize to a woman, like, sorry that you're getting paid less, and this should be the case. So that's my point. So, I don't know. I don't see more hands up, do I? Doch. Okay. Na gut. Eine letzte Hand, also beziehungsweise eine Frage, also gut, ich frage nochmal in den Raum. Wer möchte noch was sagen, hat jetzt die Möglichkeit, noch einmal in sich zu gehen, die Hand zu heben, solange ich rede, noch kurz nachdenken und dann hebt sich keine Hand. Also, da, zwei noch. Okay, gut, das machen wir und danach kommen wir langsam zum Schluss dieses Panels. Also erstmal Jonas. Yeah, I was really hesitating whether I should ask or not, but I thought, okay, take some courage and just ask this question, because I'm curious. And I have never been to Namibia myself, and I assume the majority of the audience here probably has never been to Namibia. So I was just wondering to take the opportunity and ask you, as representatives of your people, the Nama and Herero, if you could just give us an idea, an insight of how do the Nama and Herero live in Namibia at the moment? What do they work? I know they're about 10% of the total population, which is about 2 million in Namibia. How do they earn their living? How do they educate themselves? What do they think about the issues that we are talking about? Thank you. I'm glad you had the courage. It's a very good question. I'm glad you're asking. Because of the genocide that happened to the Nama people, we are now living in abject poverty. Why? Our land was taken away. Our source of income, cattle, was taken away. And then our land was given to the grandchildren or those who killed us. We have a lot of German absentees, owners of land in Namibia, who live here. They just go there for hunting and holiday, where other people are suffering. But they have a companion in that charade. The companion is the Namibian government that's not on our side. Let's be honest about that. So that's
when we talk about intergenerational poverty and trauma, it continues because that's where we're. And those are the issues that if we sit down at the seat of brotherhood and sisterhood, where we can talk, those are the issues that we'll bring up. Now we don't know, the German government doesn't know what kind of issues we want to bring to the table because they have never sat down with us. And the same thing in Botswana and South Africa. Skara mentioned that because he's stateless. In Botswana, he's regarded as a Botswana. They don't take the census. They're not counted in the census. As Umuhero, as a Nama person, the same in South Africa. And unfortunately, our people are also the victims of the colonial mind that has destroyed our sense of fairness. So when he comes to Namibia, we refer to him as Tswana or Mushawana. That's, you know, those are kind of things that are very painful to us. We are learning that to deconstruct the colonial mind, that sometimes we still have them. But so I'm glad you asked that question, Jonas. My name is Christian Koch from Berlin Postkolonial, and I would like to dwell a bit on the idea of my colleague Jefter sitting next to me. And maybe to take it a step further, I would like to ask the delegation and the other people in the audience as well whether it wouldn't be a good idea to use the apology of the senator today in Hamburg, which I would prefer to take as an apology, an official apology by the federal state of Hamburg, to push other federal states in Germany to do the same thing as Hamburg did now. I mean, there are some of the federal states ruled not by the conservative socialist, social democratic alliance of the Federal Republic of Germany. So others are by the Social Democrats and by the Green Party or by the Left Party even in Berlin. So it might be possible to find more federal states to apologize for the genocide and their involvement in this history. I see great chances to achieve this in Berlin and Bremen, for instance. So this would be my idea, that it could put strong pressure on the Federal Republic of Germany to follow suit. What do you think of this idea? It's a good idea. Is there a response to it? Yeah. Okay. Yes, good afternoon and thank you. Early evening, as it were. I think looking at what happened today in the Rathaus, I thought we are finally starting to find traction within the polity of Germany on our issue. Hamburg being a city-state, as I understood it, and Hamburg having been the cradle of the German colonial experience and the subsequent genocide. For the first time, I came to Germany, this is probably my third or fourth time, on these missions. A chairperson here maybe 15 or 50 times. But to be engaged by German politicians in their official seat, to be spoken to in their words, maybe not as many and as clear as we would have wanted. If we cannot see that, as they say, a journey of 1,000 miles gets started by the first meter. I think, Christian, Jonas, we have started that process. If it could be replicated
in another state and another state, we would have conquered the Federal Republic of Germany, and the apology in the manner and content we would want it would be ready to be delivered. Yes. So I think what we have achieved today through the assistance of the colleagues here is something commendable, and we should be happy, and we should want and work to build on what Hamburg has done today. Ob das alles so geht und wer eigentlich alles eine Entschuldigung schuldig ist, ob es nur die Regierung ist oder ob es nur der Bundestag ist oder ob es die Bevölkerung dieses Landes ist, das alles werden wir morgen vertiefen bei dem Panel, was sich genau um diese Fragen dreht. Und zwar ist es, wie gesagt, das Panel Nummer 4. Morgen findet das Ganze allerdings nicht auf diesem schönen Schiff statt, sondern an der Hamburger Universität im Hauptgebäude, auch dieses Gebäude eines, was in einer kolonialen Geschichte steht. Wir sind ein bisschen abgekommen von der Ausgangsfrage, in welchem Zustand befindet sich gerade oder an welchem Punkt befindet sich gerade die Aufarbeitung der Hamburger Kolonialgeschichte, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, den Pfad zu verlassen. Wenn ich jetzt nochmal aufs Podium gucke und mich frage, gibt es zu all dem, was gesagt wurde, was jetzt auch gerade in den letzten 5 Minuten aufgepoppt ist nochmal, gibt es da nochmal so eine abschließende Reflexion? Aber nur wer möchte. Also es ist nicht diese klassische, und wie ist ihr euer Fazit, sondern nur für den Fall, dass ihr was habt. Also meine Reflexion dazu ist, dass ich es schön finde. Es ist auf einer Ebene, erwachen wir. Also die weiße Community erwacht. Und dieses, es ist ein Kollektiv. Also man redet ja von kollektives Wissen, von kollektivem Handeln, vom kollektiven Agieren. Und somit sind wir hier auch ein Kollektiv. Und das ist sehr positiv. Und das nehme ich mit. Und das kann auch, ja, ich denke, Berlin ist ja da im Vormarsch. Ich sage immer, Berlin hat immer solche tollen Sachen aus der Community heraus. Ja, Hinterland. Hinterland, Vorland. Und daher ist es für mich ein sehr guter Start. Und wir sind Multiplikatoren heute Abend. Und das geht ja auch nochmal ins Kollektiv und das geht nochmal auf einer anderen Ebene, dass wir ein Start im Prozess sind. Das ist, das sind meine Gedanken zu heute. Noch ein Kommentar aus dem Hinterland? Genau, sehr gerne, Unverschämtheit. Also zunächst mal, also 3 Straßennamen umzubenennen auf einen Schlag, das müsst ihr erstmal nachmachen in Hamburg, Punkt 1. Ja, ja. Okay, Chateau. Und, aber wo ich wirklich sehr dankbar bin, ist der Hinweis auf dieses Thema Kapitalismus. Ne? Klar, also es muss die Systemfrage gestellt werden. Also das sage ich jetzt mal ganz pathetisch, aber ernsthaft gemeint, weil sozusagen, daran kommen wir nicht vorbei. Also wenn sozusagen Verhältnisse sich verändern müssen oder sollen, also auch Machtverhältnisse insgesamt, dann reicht es nicht sozusagen eine Entschuldigung auszusprechen, es reicht nicht Denkmäler zu schleifen oder Straßen umzunehmen, sondern es muss weitergehen. Also das denke ich ist sozusagen, glaube ich, die Message für uns alle oder so, dass es sozusagen nicht bei diesen, also die stoßen natürlich ganz viele an, diese Aktionen, diese Straßennamen, Umbenennung und so weiter und so fort, aber es muss sozusagen wesentlich darüber hinausgehen und tatsächlich auch an die Systemfrage ran. I said earlier in the beginning of my remarks that the city of Hamburg is the beacon of hope now. It has been illuminated. That light can travel across this land, Deutschland. So I want to thank the organizers of this conference because what you have done, and I want to echo what my brother Bakumwa Hengari just said. If we sounded as if we're discouraged by what happened today, my sincere apology, we are not discouraged. We are
appreciative and we're looking forward. Words are words, but actions will speak louder than the words, and we are looking for that. It is a journey, colleagues, that we are happy to walk together. Everybody in this room, not just us, walk together with us, and we reach the promised land. Thank you. Das war so gut, ich muss da nichts dazu sagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an die Menschen hier vorne auf dem Podium. Vielen, vielen Dank an die Menschen im Publikum. Vielen Dank an diejenigen, die sich eingebracht haben mit ganz vielen Fragen. Das war das zweite Panel an diesem ersten Tag der Konferenz. Wo war das Hamburg? Auf der MS Stubnitz. Und ich habe noch eine kleine Sache hinterher zu schieben, selbstverständlich. Wir haben es vorhin schon einmal angesagt und sagen es natürlich zum Abschluss auch nochmal. Wenn ihr könnt und mögt, werft ein kleines bisschen Geld in den Spendentopf, der steht, wo steht der eigentlich? Vorne am Ausgang. Und supportet diese Veranstaltung. Es ist alles nicht umsonst, finanziell gesehen meine ich jetzt. Es kostet alles Geld, von daher, wenn ihr Geld übrig habt, dann bitte in die Spendenbox stecken. Ladies and gentlemen, a last appeal to you all, because all this is not for free and we still need donations. So if you have a few euros left, or one, or a half, put it into, or 100, put it into this very box down the hallway close to the exit. From my side, this was it. I enjoyed it very, very much, and I pass over to the moderators of the whole conference. Danke dir. Und danke an Siri, super Moderation.